Der VfB Friedrichshafen ist zum 16. Mal deutscher Volleyball-Pokalsieger. Der Rekordkampion war beim 3:0, 25:23, 25:18, 25:16 gegen die SVG Lüneburg nach einem umkämpften ersten Satz das souveränere Team und wurde seiner Favoritenrolle in der Mannheimer Sub-Arena gerecht. Ab Satz 2 haben wir nicht super gespielt, aber das Spiel kontrolliert, sagte VIP-Trainer Vital Heinen dem TV-Sender Sport1. Wir sind sehr erleichtert. Am Anfang war es ein sehr zerfahrenes Spiel auf beiden Seiten, da hatten wir Glück, dass Lüneburg auch Fehler gemacht hat, sagte Friedrichshafens Markus Euerwald. Im Duell des Bundesliga-Zweiten mit dem Bundesliga-Dritten verwertete der VfB seinen ersten Matchball und holte den Pokal zum dritten Mal in Serie nach Friedrichshafen. Lüneburg dagegen verpasste den ersten Erfolg. Der Gegner hat ein sehr hohes Niveau und das am Ende auch abgerufen, sagte Lüneburgs Trainer Stefan Hübner. Punkt. Bei den Frauen kommt es ab 16.15 Uhr Sport 1 zum Duell des Allianz MTV Stuttgart mit dem SSC Palenberg Schwerin.